willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute haben wir ein neues Gerät, was wir mal auspacken wollen. Ich habe es gerade gekauft und jetzt wollen wir uns das mal anschauen. Es ist von Robin, ein neues Fluggerät, nennt sich Galaxy Visitor 2. Soll dem DJI Phantom ein wenig nachgestellt sein. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich hole das mal raus und ich öffne es mal. So. Das Ganze wird sofort sichtbar, sobald wir es aufmachen. Ich nehme das hier vorsichtig ab. Den Karton zur Seite. Und dann wollen wir mal gucken. Einmal haben wir hier die Bedienungsanleitung. Und wenn ich jetzt hier den Karton öffne, dauert einen kleinen Augenblick. Hier haben wir die Bedienungsanleitung. Die gucken wir uns dann gleich an. Hier haben wir Ersatzpropeller und ich glaube, das sind diese Protektoren für die Propeller, damit nichts passieren kann, wenn man irgendwo vorfliegt. Passiert ja auch schon mal. Da ist das gute Stück. Sieht der nicht schön aus? Ja, ich finde, er ist ihm sehr nachempfunden. Aber sieht richtig klasse aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mal gucken, wie viel Spaß wir damit haben. Dann haben wir hier einen Schraubendreher. Ich denke, der ist dafür da, um die Protektoren, die wir ja hier schon hatten, gleich an dem schönen Fluggerät zu befestigen. Dann haben wir hier einen Akku für das gute Stück. Wobei ich sagen muss, der sieht so ähnlich aus wie der, den ich schon in dem Carson drin habe. Der tut sich nicht viel von der Form. Ich muss noch mal gucken, wie das von der Polung ist. Ja, und hier haben wir das Ladegerät, USB-Ladegerät. Kommt auch ganz normal wieder an den PC zum Laden dran. Vier AA-Batterien, passend für die Fernbedienung, die wir jetzt hier noch auspacken. Ja, die sieht ja futuristisch aus, oder? Richtig klasse. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Optisch schon mal. Jetzt werden wir das ganze Stück gleich mal schön laden und dann gucken wir mal, wie es weitergeht und fliegen den nachher mal Probe. Bis dann. Bei der Fernbedienung handelt es sich um eine Mode 2 Fernbedienung. Auf der linken Seite haben wir Gas, auf der rechten Seite rechts, links. Und hier sind die Knöpfe zum Trimmen, so wie gehabt, Ein- und Ausschalter. Hier oben haben wir ganz wichtig den AUX-1 Knopf. Wenn man den einmal drückt, kommt der Kopter wieder zurück zu mir. Soll so sein. Also wir gucken uns das nachher an. Hier unten haben wir noch zwei Knöpfe, einmal die Funktion ein Video aufzunehmen, einmal die Funktion ein Foto zu machen. Hier starten wir die Aufnahme, nochmal drücken, stoppen wir das Ganze. Gucken wir uns das mal eben an hier. Bei dem Kopter ist hier hinten das Batteriefach, hier kommt der kleine Akku rein. Und dann haben wir hier unten drunter die Möglichkeit, noch eine Kamera optional zu befestigen. Hier sind alle Anschlüsse schon da und hier ist sogar ein kleiner Stecker, wo man sie direkt einstecken kann. Ja, dann wollen wir uns das Teil mal anschauen. Lass laufen. Da war wieder das so. Okay, Klappe. So. Ich habe so gesagt.